Hallo und herzlich willkommen zurück. Jo ist heute hörbar beschäftigt. Eine weitere Folge. Spektralspuren. Ein Spukhaus. Ja, überall. Ich weiß. Hier auch. Aber wir wollen erstmal die eine Ermittlung zu Ende bringen, ne? Das ist hier die Bäckerei, das ist das hier, ne? Hinter dieser Tür ist jemand in Not. Nein, wo ist denn jetzt die Bäckerei? Ich habe doch hier was ausgewählt. 15 Meter. Welches Haus ist die Bäckerei? Hä? Das ist dieses hier, ne? Bäckerei im Dorf aufsuchen. Hier, 13 Meter, 12 Meter, das muss sie sein. Warum sagst du mir denn sowas? Ach. Mr. Kottl, seid ihr da? Etwas ist in der Nähe. Jemand zu Hause? Ach, schau an, was war hier los? Zu Lucy Berus. Aha, Zuflucht in der Schenke. Ein Schlüssel, der hinter einem Spektralnetz versteckt ist? Wieso? Ich weiß auch, welche Tür. Das ist zu. Das kennen wir alles hier, ne? Ein Leben ohne Brot ist erbärmlich. Ein Leben ohne Brot ist erbärmlich. Kennen wir aber schon. Espen muss die Frau sein, von der Kottl sprach, die ihn ausgebildet hat. Vielleicht ist er hier einsam, weit weg von seinen Leuten. Dann müsst ihr das noch nicht nochmal wiederholen. Ich kann einfach nicht verstehen, wie Lucy noch Bier brauen kann, wenn es doch keine Gerste gibt. Ich aber kein Brot backen kann. Wenn sie irgendwo Gerste gehortet hat, weiß ich nicht wo. Was könnte ihr Geheimnis sein? Das treibt mich noch in den Wahnsinn. Ich habe Lucy dabei beobachtet, wie sie Unkraut jätet und Zutaten einkauft. Ich muss mehr darüber herausfinden. Lucy vermutet, dass ich sie ausspiele. Das vermute ich zumindest. Und doch sammelt sie Kräuter, die beim Bierbrauen nichts zu suchen haben. Sehr verdächtig. Ich gab Lucy die Möglichkeit, mir ihr Geheimnis zu verraten. Sie hält mich für verrückt. Ich glaube, sie lügt. Ich weiß es. Der hat die umgebracht. Obwohl die Gerste knapp war, braute Lucy Barrow Bier. Das machte Perry wahnsinnig. Es hat ihn dazu gebracht, ihr nachzuspionieren. Das, Mr. Kottl, gehört sich nicht. Wessen seid ihr noch schuldig? Fass das nicht an, du lausiger Dieb! Hä? Es braucht Hingabe, um dort zu schlafen, wo man arbeitet. Oder Armut. Meine Mutter hat mal einen Bäcker behandelt. Er hatte den schlimmsten Husten, den ich je gehört habe. Wie es sich herausstellte, ist es für die Lunge nicht gut, den ganzen Tag Mehl einzuatmen. Und Armut ist es auch nicht. Der Ofen hat schon bessere Tage gesehen. Das Gefühl kenne ich. Wo sollen wir denn jetzt hin? Hier ist aber nichts mehr, ne? Nein, es muss im Haus sein. Da kann man aber vor lauter grünen Öl fast nichts mehr sehen, ne? Da ist wer. Wer ist das denn? Ihr. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Warte. Der Verbanner McWraith? Von einem Geist heimgesucht? Ihr macht wohl Witze. Mistress Barrow, schön euch zu sehen. Ungeachtet der Umstände. Das ist meine Partnerin, Antea Duarte. Ja, ja, es freut mich, aber das ist unwichtig. Perry Kottl hat den Schlüssel zu meiner Bierstube gestohlen. Ihr habt ihn. Ich will ihn zurück. Warum sollte Perry Kottl den Schlüssel zu eurer Bierstube haben? Er will mir mein Geschäft wegnehmen. Also habe ich ihn vor ihm versteckt. Es gibt nichts Schöneres als einen erwachsenen Mann, der sich wegen eines verlorenen Schlüssels in die Hose macht. Geschieht ihm recht. Die Gerste war schlecht. Keine Gerste bedeutet kein Mehl. Kein Mehl bedeutet kein Brot. Es hat ihn verrückt gemacht. Böse,
Ich bin nicht leicht zu erschrecken, aber er hat mir Angst gemacht. Und ich hatte recht. Am Ende hat er mich vergiftet. Ja. Welche Beziehung habt ihr zu Perry Cotter? Wir trieben Handel. Wir waren befreundet. Er backte gutes Brot. Meistens haben wir uns die Gerstenernte geteilt. Erst habe ich mit ihm gearbeitet, jetzt hasse ich ihn. Als ich ihm einen fairen Handel anbot, drohte er mir. Das hat er vergessen zu erwähnen. Gestattet ihr mir einen kurzen Moment, um mich von dem Schock zu erholen, dass der Lügner Perry Cottle nicht die Wahrheit gesagt hat. Ihr wisst, wie man Bier ohne Gerste braut. Wir wissen das, weil Perry Cottle euch dabei beobachtet hat. Er mag ein guter Bäcker sein, aber er ist ein erbärmlicher Spion. Warum wollt ihr eure Arbeit nicht teilen? Ganz einfach. Mein Mann und ich hatten eine Taverne in England. Er unterstützte meinen Ehrgeiz. Nicht einmal war der Mann von mir eingeschüchtert. Als er starb, verkaufte ich alles und zog in die neue Welt. Ich suchte Frieden, Gelegenheiten, Reichtum. Ich fand all das bis zum Fluch. Alles, was ich habe, habe ich im Schweiße meines Angesichts und mit meinem Verstand verdient. Weder Mensch noch Gott wird mir das nehmen. Perry Cottle glaubt, dass Neuerung, die Frucht meiner Arbeit, von Gott kommt und allen gehören soll. Vor allem aber Perry Cottle. Ich bin eine Frau mit Unternehmergeist und niemand trinkt umsonst. Keine Bezahlung, kein Geschäft. Erzählt mir von der Vergiftung. Zuerst erzähle ich euch von dem Bäcker Perry Cottle, der ebenso gemein wie dumm ist. Gemein, weil er mich nicht für meine Arbeit bezahlen wollte. Dumm, weil er mich vergiftet hat, bevor er es in seine schmutzigen Hände bekam. Seid ihr sicher, dass er euch vergiftet hat? Wir hatten einen Streit. Er hat mir gedroht. Und die Drohung wahrgemacht. Das ist doch alles recht einleuchtend. Ihr glaubt mir nicht? Überzeugt euch selbst. Ihr habt den Schlüssel. Geht zur Bierstube, in der ich gestorben bin. Wo ist sie? Geh nach Norden. Über die Brücke, vorbei an den brachliegenden Feldern. Aber sei vorsichtig. Wie ich höre, spukt dort der Geist der armen, toten Bierbrauerin. Wir sollten gehen. Das solltet ihr. Die Arbeit muss erledigt werden. Auf geht's! Anscheinend hat Perry Cottle in seiner Geschichte ein paar Dinge ausgelassen. Gehen wir in die Bierstube. Ah, die Spukerei ist vorbei. Gut. So, dann suchen wir mal, wo diese Bierstube ist. Nein, nicht so. Wir suchen so. Wo ist diese Bierstube? Was ist das? Das ist eine Ermittlung. Och, Leute. Oh. Das ist so überflüssig, dieses Hin- und Gergejage. Über die ganze Karte. An ihrer Stelle wäre ich auch wütend. Er sagt es so, ist einfach sagt so. Überflüssig. Schwer zu sagen, wer lügt. Dazu braucht es zwei. Verzweifelte Menschen tun verzweifelte Dinge. Möglicherweise. Oder vielleicht ist er auch nur ein Idiot. Das ist bestimmt Fort Jericho. Das ist ja im hohen Norden. Etwas ist hier. Im Verborgenen. Schon wieder? Da. Ich glaube, die wachsen nach. Ja, das Überflüssige wieder, dass man die Wege gehen muss, wie man sie gehen muss. Man kann nicht anders gehen. Gut, das hat mit Open World nichts zu tun. Das stimmt.
Vielleicht war das gemeint, ich weiß noch nicht. Ansonsten, wie gesagt, die Karte ist gar nicht so klein. Hier, ne? Und da man sie ja nur zu Fuß erkunden kann, kann man hier ganz schön wetzen. Haben wir das hier eigentlich schon, die Höhle schon entdeckt da? Das? Ich weiß das nicht mehr. Nee, da waren wir noch nicht drin. Vielleicht gibt es ja noch, dass wir irgendwo fliegen können, teleportieren meine ich. Irgendwas. In der Richtung. Also mal so ein kleines Spiel zwischendurch ist es nicht. Ich werde jetzt hier, bewege mich jetzt auf die 30 Stunden zu. Ja, kommt auch von der Folgenanzahl hin. Lucys Bierstube, glaube ich. Manche halten es für einen Spielplatz des Teufels. Alles klar. Ich sag doch, wir brauchen hier eine Mission. Hier ist was. Ich kann dir beim Überqueren helfen. Die Leute brauchen Brot. Was nehmt ihr anstelle der Gerste? Lucy, Herrin Barrow, bitte, ich flehe euch an. Sagt es mir. Nein. Die Leute müssen Brot haben, bevor sie Bier trinken. Ich habe dir ein faires Angebot gemacht. Du hast es abgelehnt. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Ich werde mir das Geheimnis holen. Ich werde sie nicht verhungern lassen, wenn Brot gebacken werden kann. Du hast deine Chance verpasst. Und jetzt hau ab! Die sind beide nicht ganz sauber. Das ist nicht das erste Mal, dass wir von diesem Geschäft hören. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Perry wütend über Lucys Weigerung war. Wütend genug, um zu töten? Das ist unwahrscheinlich. Such weiter. Lucy Barrow war eine wahre Naturgewalt. Als verwitwete Bierbrauerin unter hexenjagenden Puritanern blieb ihr auch keine Wahl. Genau. Wacholderbeeren hilft gegen Rheumatismus, Blähbauch, Verstopfung, Harnwegsinfektion, herber, süßer, harziger Geschmack, gut. Gewürzbiere, Honig, sanft, süß, gut. Eisenkraut hilft gegen Verdauungsstörung, blumiger Geschmack, nicht gut. Basilikum, Geschmack und Geruch verschwinden beim Brauen, nicht gut. Heidelbeere, sanft und süß, gut. Erdbeere, angenehmer, fruchtiger Geschmack, aber hohe Konzentration notwendig, um sie herauszuschmecken. Bedarf Überarbeitung. Kaffee, wenn die Qualität des Kaffees mangelhaft ist, kann das Bier so bitter werden, dass es ungenießbar wird. Bedarf Überarbeitung. Diese Mixturen sind wirklich einfallsreich. Sie versteht ihr Handwerk. Ich kenne Bierbrauer. Diese Frau ist talentiert. Wahr. Jetzt können wir auch das Buch lesen. Zonchius asper, Cizorium domesticum. Das sind irgendwelche Kräuter. Recht abgenutzt, die Bücher. Lucy Barrow ist eine geschulte Kräuterkundige. Eine kämpferische und gebildete Bierbrauerin? Die Leute waren bestimmt eingeschüchtert und misstrauisch. Wir sollten die Mühle durchsuchen. Jetzt lassen wir sie gleich mal, ne? Jetzt müsste es ja hier weitergehen. Hier oben sind wir ja nicht weitergekommen. Da fehlte mir ein Schlüssel. Genau, ich habe doch gewusst, dass hier was ist. Ist hier noch irgendwas? Nein. Hier ist was. Was für eine Sammlung. Und auch gut beschriftet. Lucy Barrow ist besser organisiert als meine Mutter. Das ist das Phyto... die Kermesbeeren. Was machen die hier? Lucys Geisterfessel, ein steinerner Mörser mit Stößeln, mit denen sie, dem sie die Zutaten für das Bier zerkleinert. Beides wurde erst kürzlich benutzt. Das ist unsere Geisterkette. Und daran hängt eine Erinnerung. Tod.
Tofimi Andrasta, Skal Manfalas. Noch ein bisschen würzen. Harry Cottle? Schleichst du da schon wieder rum? Eher kannst du sterben, bevor ich dir was gebe. Jetzt sie. Hat die jetzt das Falsche genommen? Lauf besser weg, Cottle. Ich habe einen Stock und ich habe kein Problem damit, ihn auch zu benutzen. Statt des Hopfens hat sie die Kermesbeere genommen. Ein trauriges Schicksal und ein dummer Tod. Sie hatte Angst, ihre Individualität zu verlieren und hat alles verloren. Harry Potter, was machst du in meinem Haus, du schrecklicher kleiner Mann? Großer Gott, was ist das für ein Werk des Bösen? Lucy Barrow, aber ihr seid tot. Ich sah eure Leiche in der Bierstube. Die Toten kehren zurück. Und du bist ganz sicher eine Hexe. Ja, das erklärt alles. Oh, um Himmels Willen, hör mit diesem Unsinn auf und erklär mir lieber, was zum Teufel du in meiner Bierstube gemacht hast. Ich denke, ich bin hier derjenige, der Antworten braucht. Oh Gott, die Welt geht unter. Der Herr muss uns zu sich rufen. Was wolltet ihr mit den Kermesbeeren, Lucy, wo ihr doch wusstet, dass sie giftig sind? Ich bin Kräutersammlerin und Bierbrauerin. Ich stelle Dinge her. Ich habe alle möglichen giftigen Pflanzen. Ich wusste, dass Perry mir nachspionierte. Also ließ ich ihnen glauben, ich würde gewöhnliches Unkraut anstelle von Gerste verwenden. Ich wählte die Kermesbeeren, weil sie Frauen bei ihren Monatsbeschwerden helfen. Geisteskrank und genial. Ich glaube, ich mag dich. Harry Cottle hat mich bestohlen. Er hat von der giftigen Pflanze erfahren und mich umgebracht. Lucy Barrow, unter dem Vorwand, eine faire Bezahlung zu verlangen, habt ihr ein wertvolles Rezept gehütet. Das ist richtig. Du hättest uns verhungern lassen um deines Geschäfts willen. Du hast den Kindern Gottes ihr tägliches Brot verweigert. Für das Geschäft, Lucy! Für das Geschäft! Unser Herr rief dich zum Dienst an seiner Herde und du verlangtest Bezahlung. Lasst sie reden, Mr. Cottle. Wenn der Herr die Früchte meiner Arbeit haben wollte, dann hätte er mich wie jeden anderen auch bezahlen sollen. Ich habe hart dafür gearbeitet, wo ich heute bin. Ich verdiene meinen Erfolg. Ich habe mir den Hintern dafür aufgerissen und du willst, dass ich alles verschenke? Auf keinen Fall! Also weiter, Mr. Cottle. Was tatet ihr in der Bierstube, als ihr Lucy tot aufgefunden habt? Ich hatte sie eine Weile nicht gesehen und wollte nachsehen, ob es ihr gut geht. Du fieser, sturer Trottel, du sollst nicht bekommen, was mir gehört. Du wolltest dich vergewissern, dass ich tot bin. Das habe ich ganz sicher nicht getan. Oh doch, Mr. Cottle. Ihr habt Lucy hier wochenlang wegen ihres Rezepts schikaniert. Ihr habt sie so sehr bedrängt, dass sie unter dem Druck einen Fehler machte und sich versehentlich vergiftete. Dafür seid ihr verantwortlich. Es wird Zeit, die Sache abzuschließen, Cottle. Du dumpfbackiger Schikanierer, du wimmernder Versager, du heimtückischer Dieb. Ich bin nichts von alledem. Sie hat es verdient. Teufelsanbeterin! Hexe! Egoistisches Weib! Dann an die Arbeit, damit wir die Sache endlich hinter uns bringen. Oh, das wird wieder eine schwere Entscheidung. Das stimmt schon. Er ist dafür verantwortlich. Er hat sie so bedrängt, dass sie... Und sie waren mal Freunde, ne? Sie waren mal Freunde. Dass sie einen Fehler machte und gestorben ist. Sie hat... Ja.
Sie hat das nicht verdient, also ich würde sie auf jeden Fall aufsteigen lassen. Aber ihn jetzt damit durchkommen lassen, ist auch nicht richtig. Ich habe ja mal gesagt, ich bin hier nicht der Scharfrichter, aber das bin ich eigentlich, ne? Ich mache das einfach mal, so. Perry Cottle, ihr werdet vom Geist der Bierbrauerin Lucy Barrow heimgesucht. Ihr habt sie nicht umgebracht, aber trotzdem seid ihr nicht unschuldig. Ich habe nichts falsch gemacht. Ihr habt sie schikaniert, ihr nachspioniert und sie bedroht. Das scheint mir falsch genug. Ihr habt diese Dinge getan und deswegen kam sie zurück. Euretwegen. Was? Was hätte ich denn sonst tun sollen? Ihr hättet sie in Ruhe lassen können. So sollte es nicht enden. Ich sollte aufsteigen. Ich sollte aufsteigen. Sie steigt jetzt automatisch auf. Ihr tägliches Brot gib ihnen heute. Sie werden es herausfinden. Oder sie verhungern. Wie spät haben wir es? Seine Bäckerei, kann ich jetzt hier raus? Ach, jetzt können wir hier raus. Ja, aber das andere haben wir alles untersucht, ne? Das erinnert mich an den Laden von Mother Louse damals in Cheapside. Ich frage mich, wie es der alten Bierbrauerin geht. Sie wäre sicher froh, wenn du wieder auf den Beinen wärst. Sie war eine gute Freundin, als ich eine brauchte. Ja, jetzt müssen wir zurück. Warte mal, hier war noch eine andere Aufgabe. Das ist da hinten. Sollte ich das erstmal machen? Das ist wahrscheinlich Mary, ne? Wir werden erstmal... Wollte es ja doch ein Ende zu laufen. Hey, Achtung! Ein Schemener greift Besitz. Ah, scheiße. Aua! So, und dann klappt das wieder einwandfrei, ne? Dass er denn die nimmt und nicht die anderen. Ich muss aber den Weg gehen. Ich muss da hinten rum. Soll's laufen. Hier müssen wir rum. War das? Nee, doch nicht hier, ne? Doch hier. Laufen. Ach, es sind schon wieder 23 Minuten. Ah. Ja, was soll's. Aber zu diesem Stützpunkt, da verlaufen wir noch hin. Da laufen wir noch zusammen hin. Das machen wir glatt. Und man ist hier nie überladen, Herr Franconia. So. Dann würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann vielleicht in der nächsten Folge. Tschüss.